Und damit willkommen zurück, werter Zuschauer, werte Zuschauerin, zu unserem heutigen Random Opening. Ich war die Tage mal shoppen, um euch heute exklusiv mal 10 verschiedene Booster vorzustellen. Da haben wir einen Hidden Summoners Booster, einen Infinity Chasers Booster, ein Legendary Duelist Sisters of a Rose, ein Movie Pack Gold Edition, ein Star Pack, ein Savage Strike, ein Soul Fusion, ein Code of a Duelist, ein Breakers of Shadow und aktuell natürlich immer noch ein Dark Neo Storm Booster. Kleines Intro, dann gucken wir da mal rein. Vielleicht haben wir ja was Gutes dabei. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Jetzt gucken wir mal rein, die guten Stücke. Fächern wir uns die nochmal auf. Mit was fangen wir am dümmsten an? Ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit dem Star Pack, weil da erhoffe ich mir sowieso nichts Gutes draus. In dem Star Pack haben wir einen Dual Assemble Gewürm, einen defekten Compiler und 3 Schläge Barriere als Starfoil. Gut, da hatte ich mir sowieso nichts erhofft. Was nehmen wir als nächstes? Würde ich mal sagen, das Hidden Summoners. Nüftes Thema. Haben wir den Streichbubenplan. Die Chronistin von Nüftes. Ein Mann der 10.000 Hände, das ist immer nicht schlecht. Eine Vertragserfüllung. Und ein Streichbuben Kikeriki-Krähen. Ja, gar nicht schlecht. Gibt schlechtere Booster. Alleine schon der Manju, der freut mich. Als nächstes machen wir mal weiter mit Infinity Chasers. Ich brauche noch für meine Sammlung eine Madame Verre. Vielleicht kriegen wir sie. Da haben wir die Endloskette Bergsprenger. Ein Aufstellungsfeld. Ein Magiebuch des Wissens, auch nie zu verachten. Eine Endloskette Tunnelbohrer. Und das Bösauge der Selene. Ja, die Evil Eye Karten sind auch nicht schlecht. Nehme ich auch gerne mit. Machen wir weiter mit Sisters of a Rose. Ich brauche noch eine Harpien Parfümerin für meine Sammlung. Vielleicht kriegen wir diese. Der Harpien Phönix Formation. Die Harpien Königin. Einen schwarzen Rosendrachen. Das Erblühen der dunkelsten Rose. Und eine Ultra, nicht schlecht, wir haben sogar eine Ultra gezogen. Respekt, die verlockende Spiegelanordnung für das Harpien-Thema. Schönes Artwork. Okay. Machen wir weiter mit dem Moviepack, bevor wir zu den Hauptsets kommen. Was war die Money-Karte? Ich glaube, der blauäugige alternative Drache. Dann haben wir einen silbernen Apparat. Ein Gandora X, den Drachen der Vernichtung. Was ist das alles verdreht hier? Dann haben wir Geira, das ist von Kubischen, kann man kaum lesen. Dann haben wir das Kiwi-Magier-Mädchen und die Kubische Welle. Ja gut, das war jetzt kein schönes Set. Ich würde sagen, der Gandora X ist das Highlight des Sets. Machen wir weiter mit Savage Strike. Da haben wir Wachdrache Garmides, eine Takteidechse, Streichbuben Steinis, ein Cybers Wickend, ein Kelchschleim, unsere Holo, ein Donnerschlag Mönch, Shiranui Stilerfolg, Lehmbrecher und ein Wiederholer. Na, beste war bis jetzt eigentlich nur die Harpien-Karte. Naja, mal sehen. Soul Fusion. Da haben wir den Dino-Wrestler Carpaptera. Pankratops, gar nicht schlecht. Ein Agavendrache. Ein Weltstab. Ein Trostpreis. Oh, eine Ultra. Gefahr, Einsatzteam. Das ist nicht schlecht. Wille des Großsalamanders. Orkuskitter Einsatz. Und ein DDD. Gefahr, Einsatzteam. Not bad.
immerhin eine Ultra. Was will man mehr aus einem Booster? Dann machen wir weiter mit Code of the Duel List. Lass uns bitte keinen Firewall-Drachen ziehen. Davon habe ich jetzt mittlerweile genug im Ordner. Da haben wir einen Galaxiewurm, eine Zombine, einen lasterhaften Typhon, eine Sicherungssekretärin, Oberster König, Drache buntäugig und einen schweren Staubsturm. Auch nicht schlecht, nehme ich auch gerne mit. Zahnradgetriebe, FA, Anpressdruck und ein Stapel Wiederbeleber. Ja, so ein schwerer Staubsturm ist auch nicht zu verachten. Breakers of Shadow. Das Bosch-Thema. Was war denn da Gutes drin? Da war der feierliche Schlag drin, ne? Dino-Nebel Plesios. Künstlerkumpel Beißchen-Schildkröte. Superstarker Samurai General Koralle. Oh, ein Kaiju. Ist nie verkehrt. Ein Abstimmmagier. Gut, das war jetzt so. Blöd. Der Kaiju ist besser. Verbotene Apokryphen. Büroboter 007. Dino-nebige Kraftladung. Und die Zerstörungskämpfer Fusion. Motten-Meme. Und als 10. Booster machen wir heute Dark Neo Storm auf. Gucken wir mal, was wir da Schönes haben. Pakettausch. Kaiser Matugazit. Puzzlumino, der Absetzlöscher. Schöpfalter. Chaos Betrüger. Und als Holo Erinnerung an die Hoffnung. Gut, das war auch wieder ein schlechtes Set. Wolkenknall, die Sturmschlange, Mantrawichte, Schreckstarre und ein Schneemann-Effekt. Ja, Recap brauche ich nicht machen in diesem Fall. Man sieht es auf dem Bild, was wir gezogen haben. Ja, also man könnte schlechter ziehen. Ja, die verlockende Spiegelanordnung und ein Gefahr-Einsatzteam. Auf alle Fälle nicht schlecht. Dann hoffe ich, hat euch Spaß gemacht. Ich konnte euch den Sonntag ein bisschen versüßen mit 10 Boostern. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.